Leute, was ist denn hier los? Hier ist aber ein Schneewahnsinn. Ja, wir sind am Arctic Circle. Was ist denn Arctic Circle? Der Polarkreis. Polarkreis! Yeah. Moin. Wir sind Uli und Freddy von One World, 1000 Places und sind mit unserem Würstner Exeo unterwegs. Wir treffen nette Menschen, zeigen Wohnmobile und Kastenwagen, nützliche Dinge für den Campingalltag und reisen durch Europa. Wir nehmen euch gerne mit auf unseren kleinen oder großen Abenteuern. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Also da vorne, wie man das sehen kann, da ist so ein Denkmal. Ich suche ein bisschen ran. Und sind wir da richtig? Ja. Und das ist der Übergang zum Polarkreis, also der Marker. Und wir stehen hier direkt mitten im tiefen Schnee. Das sind bestimmt 1,80 Meter Schnee. Also ungefähr deine Höhe. Ja, ich bin nur 1,70. Dann passt das ja. 1,68, also passt. Wo die kleine Wanderte bist. Dann gehen wir ein Stückchen hier weiter. Dann können wir das von vorne mal zeigen hier. Ach so. Ja, aber wenn ich mir das hier so angucke, hinter mir, das ist ja wohl ein Hammer hier, was? Da kann man sagen, die waren mal eingeschneit. Ich mach das nochmal so andersrum, damit ich im Bild bin. Da ist das Dach. Also das sind schon bestimmt so 3 Meter, ne? 4 Meter? Ja. Also es reicht, ja. Und da kann man dann jetzt nochmal das Denkmal sehen. Jo. Und das wollten wir euch ja nicht vorenthalten, ne? Nee. Wir zwei beide küssen uns das erste Mal am Polarkreis. Nördlich des Polarkreises. Nee, wir sind schon natürlich. Stückchen zurück, Schatz. Stückchen zurück. Müssen wir nochmal machen. Das ist doch falsch. Jetzt sind wir nördlich vom Polarkreis. Ja, was fällt uns noch dazu ein? Es ist saukalt. Ja, ist ein eisiger Wind. Ja. Und es ist hell. Sauhell, ja, genau. Also so viel Weiß habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, auch so eine Schneehöhle und nicht außer auf dem Pass, aber da war es nur aufgeschichtet, weil hier ist der Schnee wirklich so hoch gefallen. Mhm. Aber ist schon irgendwie toll, vor allen Dingen strahlend blauer Himmel, Sonne. Ja, wir haben es wieder. Ja, was will man mehr? Also die Reise ist eine Reise der Superlativen. Alles, was kommt, ist besser als das vorherige und ich bin gespannt, was uns in wenigen Stunden in Buddha? Buddha? Also ich habe jetzt gelesen, das heißt nicht Buddha, das heißt Buddha. Keine Ahnung, wenn man die Buchstaben spricht, am Ende mit dem O im Strich durch. Genau. Wer es weiß, bitte mal in die Kommentare reinschreiben. Mein Hirn weiß. Aber so geschrieben, dass es dann auch so klingt. Weil Bo und dann dieses mit dem Strich können wir selber. So, wir gehen wieder ins Warme. Mir ist so kalt. Ja. Pause beendet. Ja, genau. Okay, weiter geht's.
war das für dich? Ja, das ist schon wirklich echt total beeindruckend, weil mein Polarkreis, also so hoch im Norden war ich noch nie und dann Polarkreis, den man überschritten hat. Also das ist irgendwie faszinierend. Das kann man gar nicht beschreiben. Hammer. Ja, das stimmt, das muss man wirklich erst verarbeiten. Ja, wir sind so weit nördlich, wie wir uns nie haben vorstellen können. Wer springt schon mal eben über die Grenze vom Polarkreis? Also das ist, ich habe vorhin mal gedacht, das machen nur irgendwelche Forscher oder so. Aber jetzt sind wir es und wir haben das Gefühl, wir fahren hier mitten durch die Arktis. Rundum ist alles weiß. Weite Blicke, die Sonne scheint natürlich herrlich. Gerade das Arctic Center, das war ja Arctic Circle Center, war auch so ein Symbol für das Ganze. Und da haben wir erstmal kapiert, wo wir hier überhaupt sind. Also ist schon geil. Und jetzt freuen wir uns natürlich tierisch auf die Lofoten und mal gucken, vielleicht ist das Glück uns heute und wir sind sogar Polarlichter. Also ja, das wäre geil. Wir sind jetzt in der Nähe von Bode oder Buddha. Gibt verschiedene Versionen. Ja, und haben vom Parkplatz aus, also von dem Stellplatz, wo wir jetzt stehen, das ist einfach nur so ein Schotterparkplatz eigentlich mit sehr schönen Umgebung, spazierend gemacht. Und wo sind wir gelandet? Ja, man glaubt es nicht. Wir sind an einem wirklich schönen Strand mit toller Aussicht Richtung Sonnenuntergang. Ein Strand? Ach, da kommt das Rauschen her. Ich habe mich schon gewundert. Das sind nicht unsere Mikrofone.
Also wenn ich jetzt sage, das sieht karibischer aus, müsst ihr mir das glauben. Ich zeig's euch mal. Ist das der Hammer? Ja, und wir haben auch schon gesagt, der Strand, der ist super toll, wenn heute wir das Glück haben, der Himmel aufreißt, was eigentlich sein soll, ja. Dass wir da vielleicht hier schon Nordlichter sehen können. Polarlichter. Also das wird richtig, 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 richtig geil. Und die Umgebung hier mit den verschneiten Hügeln und so, gut, klar, es ist kalt, aber dafür gibt es auch Sachen. Oder? Ja, obwohl so kalt finde ich es jetzt nicht unbedingt. Nee, eigentlich so. Nee, so schlimm ist es. Es ist kühl, sagen wir so. Es ist kein Sandalenwetter, das nicht. Aber. So, im Vergleich zu der Karibik ist es natürlich kalt. So. Ja. Das war damit gemeint. Aber echt ein Träumchen. Und wir sind hier wirklich nur, wir sind 2 Minuten hier durch die Dünen gegangen. Ja. Von unserem Stellplatz aus. Und da ist sonst keiner. Also wir sind ganz alleine da heute. Ich bin gespannt, ob dabei bleibt. Aber total interessant. Und das ist hier. Hammer, echter Hammer. Ja, und wir haben auch den Platz ausgewählt, weil wir gedacht haben, dass die Fähre morgens um 7 Uhr abfährt. Aber wir haben jetzt noch mal rejettiert. Rezeichen gemacht? Ja, entweder man hat die Wahl 1 Uhr nachts oder um 16.45 Uhr 45 morgen. Und das werden wir machen. Dann können wir wenigstens auch ausschlafen und alles gut. Ja. Es macht Sinn, von hier aus rüber zu den Lofoten zu fahren, weil die Lofoten sind insgesamt, das wusste ich gar nicht, über 300 Kilometer lang. und wir wollen ja von da aus dann auch auf die Westerholen. Und Westerholen ist ja quasi der Anschluss an die, also Lofoten. Oben der Zipfel quasi, der Hut von den Lofoten. Und das wird dann gut passen. Da sind wir insgesamt, ja, 350 Kilometer oder 360 Kilometer waren das bis nach Anderness oder so ähnlich, wo dann eine andere Überraschung kommt und das werdet ihr dann sehen. Krass. Aber mit allem gerechnet noch nicht damit, ne? Nee, damit überhaupt nicht. Aber das ist schon ein Träumchen. Also bei mir schon die Tränen der Rührung in die Augen steigen, dann wisst ihr Bescheid. Das ist Natur pur. Also das ist der Hammer. Ja, jetzt ist natürlich auch noch schön die Sonne, ne? Ja, aber das toppt wirklich alles, was wir bis jetzt hatten, ne? Ja. Die Reise ist sowieso so eine Reise der Superlativen, weil es kommt ein neues Ding nach dem anderen obendrauf. Und jetzt das.
also da haben die Telefone schwer, ne? Die haben schwer, die müssen richtig was reinlegen, raushauen oder nicht. Die Weste holen auch. Ja. Und der Witz ist, man kann hier sogar, habe ich gelesen, Delfine sehen. Ich bin immer gespannt, ob es das noch oben drauf setzt. Oder müsste doch noch ein Elch herhuschen. Egal, kriegen wir hin. Aber zwei Adler haben wir schon gesehen. Ah, Bucketlist, weg. Bucketlist, weg, genau. Jetzt genießen wir die Sonne und da wir im Windschatten sitzen, ist das auch richtig sehr angenehm und warm. Ja. Und ich hatte gerade noch einen Trampelpfad gefunden und bin dem mal gefolgt. Da vorne ist der. Und dann war da so eine Felsnase da unten und dann bin ich da runtergelaufen. Die Uli hätte wahrscheinlich echt Stress gemacht. Ich hätte die Krise gekriegt. Aber ich war schon als Kind eine Gams, musste überall rumklettern. Und da war ich dann unten am Wasser und habe da nochmal so einen schönen Shot gemacht. Das sind ja richtig Stars-Shots hier, die ich hier mache. Aber auch eine Gams wird mal älter. Ja, aber die springt auch bis zum Schluss. Bis sie irgendwann abstürzt. Nee. Aber wir haben ja auch wirklich mit dem Wetter Glück. Das ist ja der Hammer. Ist das die ganze Zeit? Na, eigentlich haben wir... Wir haben nur immer dann Regen gehabt, wenn wir in der Hütte waren. Ne? Obwohl durchgängig schlechtes Wetter angesagt war für die nächsten zwei Wochen. Ja, in Norwegen auf jeden Fall. Norwegen, Dänemark war ein bisschen anders, aber Norwegen, also beschweren möchte ich mich nicht. Dänemark hat man auch noch einmal Sonne. Ja. Er ging ja um Regen jetzt. Achso, ja, genau. ja, aber ich rede jetzt auch von der Sonne, weil die hat nämlich auch die ganze Zeit gehabt. Und irgendwie mystisch, als wenn uns das irgendwie so verfolgt, ne? Ja, ich muss aufpassen, ich kriege sogar einen bestimmten Sonnenbrand. Ja, weil das Gesicht auch runtergekühlt wird. So ein bisschen. Aber wir freuen uns wahnsinnig drauf, weil der Himmel reißt wirklich auf und ich habe das Gefühl, dass wir gleich einen wunderschönen Farbentanz haben werden. Es ist auf jeden Fall angesagt, dass heute nochmal Polarlichter sein sollen. Jetzt ist gestern hatten wir natürlich auch, also gestern war fantastisch, wir waren voll in dem grünen Bereich, nur noch mal Wolken. Aber heute soll es ja angeblich, deswegen sind wir noch nicht rübergefahren, unter anderem zu den Lofoten, weil es da, dass er da nicht so gut sein soll. Also hier ist echt so ein Loch. Ja, und wir genießen das jetzt. Ja. Oh. Nicht einschlafen. Achso. Nein. Das ist echt der Hammer. Ich genieße. Also solltet ihr vorhaben, nach Norwegen zu kommen, guckt euch eure Filme an, die Plätze.
könnt ihr nutzen, die sind toll. Die meisten. Es gibt welche, wo man ein bisschen... Welcher denn nicht? Ja, wenn feuchtes Wetter ist. Ist ein bisschen ungünstig, manche Plätze. Ja, da gab es so einen, ja. Da kann man auch mal Autos versinken. Reden wir nicht über ausgefallene Dinge.